Die Spielvereinigung Unterhaching ist in die Vorbereitung auf die neue Drittligasaison eingestiegen. Die begann am vergangenen Montag wie üblich mit dem Laktattest. Laufen und pieksen. Es gibt mit Sicherheit angenehmere Trainingseinheiten. Sag mal so, für den einen war es besser, für den anderen vielleicht ein bisschen schlechter. Ich gehöre zur zweiten dazu, nicht Mann. Ja, war okay, war wie immer nicht ganz easy, sag ich mal. Aber jeder ist gut durchgelaufen. Drei Spieler zu geben, darunter ich auch, die wo dann ein bisschen geschwächelt haben, aber wir haben jetzt 6 Wochen Zeit, um fit zu werden. Nichtsdestotrotz war die Stimmung in der Mannschaft um Neuzugang Alon Abelski bereits beim ersten Zusammenkommen des Teams hervorragend. Ja gut, wir haben uns jetzt gestern das erste Mal getroffen, in erster Linie wieder schön alle zu sehen. Die Neuzugänge haben sie gleich, sage ich mal, nach dem ersten Tag eigentlich ganz gut integriert und also bisher sprechen wir von einer sehr guten Stimmung und hoffen wir, dass wir das so in die Vorbereitung mitnehmen, aber es wird auch hart und anstrengend. Am Tag darauf stand dann auch endlich die erste normale Trainingseinheit mit dem Ball auf dem Programm. Das erste Testspiel der Hachinger findet am 26.06. beim SV Bergheim statt. Des Weiteren treffen die Rot-Blauen in der Vorbereitung auf namhafte Mannschaften wie den FC Basel und den VfR Aalen. Ja, also solche Spiele machen immer am meisten Spaß, wenn man dann auch sehen kann, wo man steht. Es sind einfach gute Gegner, die wir auch brauchen, wo wir als Team und auch jeder Einzelne dann weiß, woran er ist. Und es macht einfach Spaß, so Spiele. Die Vorbereitung an und für sich, wir wollen topfit werden, um nächste Saison gute Leistungen zu bringen.